Leinenlos und bereit zum Entern. Seit 1988 schlagen die Baseballer der Fürth Pirates das weiße Leder durch die Lüfte der Kleeblattstadt. Und das durchaus mit Erfolg. Ein Spiel vor Saisonende belegen die Piraten den 5. Platz der 2. Bundesliga Südost. Die amerikanische Kultsportart ist vielen ein Begriff. Auskennen tun sich dennoch die wenigsten. Im Baseball geht es darum, wie eigentlich fast jeder Sportart, so viele Punkte zu machen wie möglich. Es gibt 7 Innings hier in Deutschland. In der Profiliga Amerika werden es mit 9 Innings gespielt und ein Inning ist wie ein Durchgang. Also eine Mannschaft ist im Feld und die andere Mannschaft schlägt. Und nach 3 aus, also wenn das sind 3 Versuche, um Punkte zu machen, wechseln die Mannschaften. Und wenn beide Mannschaften einmal im Feld waren und einmal schlagen, ist ein Durchgang vorbei. Und das halt 7 Mal. Und wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, hat dann halt auch gewonnen. Ein Out ist dann erzielt, wenn der Werfer, auch Pitcher genannt, den Ball 3-mal vorbei am Schlagmann bzw. Batter geworfen hat. Oder der vom Batter geschlagene Ball direkt aus der Luft von einem Verteidiger gefangen wird. Im Punkte ist es so, man hat hier 4 Stationen. Eine Station ist auch, wo der Schläger steht und der Catcher, das ist die Homeplate. Da startet man und da sollte man optimal für einen Punkt zu kriegen auch wieder enden, also da sollte man hinkommen. Und dann läufst du halt einmal in so einen Rundkurs um alle Basen und es ist wichtig, alle Basen zu berühren. Und du kannst halt entweder rennen, wenn der Ball hinten durchgeht, wenn der Catcher es nicht schafft, den Ball zum Pitcher zu fangen. Oder die anderen aus deinem Team schlagen dich weiter, in den Ball weit ins Feld. Und dann gibt es auch noch den Home Run, den fast jeder kennt, ist einfach ein Ball über den Zaun und das ist dann halt ein Punkt, weil er ist immer ein Zaun, er ist nicht mehr spielbar und dann darf man einmal durchrennen. Im Optimalfall stehen auf jeder Basis 1 Spieler und es sind dann insgesamt 4 Punkte, die du dann maximal auf einem Schlag punkten kannst. Das nennt man dann einen Grand Slam. Auch wenn ein Home Run für Quereinsteiger vielleicht noch eine Nummer zu groß ist, der Einstieg in die Sportart ist für jeden möglich. Nur werfen und fangen sollten keine Fremdwörter sein. Ja, man braucht eigentlich nicht so lange, man muss halt sich mit den Regeln ein bisschen bekennen und ein bisschen Erfahrung haben, also ein paar Trainingseinheiten mitmachen, dann ist es eigentlich nicht so schwer. Bei den Spielen der Pirates ist immer viel Spannung und Action geboten. Ob in der Offensive oder beim Verteidigen, die Spieler der Fürth Pirates sind mit vollem Einsatz bei der Sache und lieben ihre Sportart. An einen ganz speziellen Moment erinnert sich Pitcher Raphael Fof. Das Coolste war vor 2 Jahren der Aufstieg in die 2. Bundesliga von den Fürth Pirates, wo ein Spieler einen Grand Slam gehauen hat im Center Field und deswegen sind wir aufgestiegen. Der Saisonabschluss der Fürth Pirates gegen den Tabellenführer, die Baltham Boars, beginnt am kommenden Sonntag um 12 Uhr im Pirates Ballpark in der Würzburger Straße 700 in Fürth-Burg-Vanbach. Der Eintritt ist kostenlos.